Da ich soeben von meiner lieben Freundin ins Terranigma-Universum gedrückt worden bin, werde ich nun den nächsten Part von Terranigma aufnehmen. Yay! Und wie schon gesagt, werden wir jetzt weiter nach rechts gehen. Was wird uns da erwarten? Man weiß es nicht. Aber das werden uns vielleicht diese Seelen sagen. Hey Seele, was ist denn da rechts? Ach, gar nichts arg. Na gut, dann schauen wir mal nach. Ja, dann gehen wir mal weiter nach rechts und sind wieder auf der Weltkarte. Wo hier unten, soweit ich weiß, gar nichts ist. Außer ein paar grünen Punkten auf der Landschaft. Ja, naja, laufen wir mal weiter hoch und schauen mal, was uns erwartet. Oh, Tibet. Yeah. Hier oben haben wir auch nichts und hier unten haben wir eine Höhle. In die gehen wir einfach mal rein. Wow, Eklamerta oder so. Auch wenn ich das wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe, weil ich total gefailt habe, aber was soll's. Oh, auf jeden Fall haben wir hier eine Schneelandschaft mit hübsch aussehenden Bäumen, Wölfen und cooler Musik. Gefällt mir doch schon mal. Ja, jetzt überlege ich die ganze Zeit, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was hier dann abgeht. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich jetzt bin. Also werden wir mal diese ganzen Wölfe hier erstmal killen. Das ist jetzt, glaube ich, sogar eine ganze Mission hier, wenn ich mir jetzt gar nicht gerade irre. Ja, und dann gibt's ja halt diese blöden Kristalle, die mit noch mehr Kristallen herumfliegen und nichts machen außer Ärger. Gleich gibt es Ärger. Ja, so, jetzt sind die auch weg und ich glaube, die bringen sogar relativ viel Erfahrungspunkte. Das ist Eklamata. Oder Eklamata oder wie auch immer. Die Seelen der Menschheit schlafen hier. Oh. Ja, ja, da seht ihr schon, was wir hier retten können, ne? Die Menschheit, oh, oh. Dann geht's aber wieder ab auf der Welt, ey. Dann geht's richtig los hier. So, dann kennen wir auch mal dieses Kristallviech-Dingens. Oder was auch immer das hier sein mag. Oh, warum ziehen wir eigentlich so wenig ab? Kriege ich immer eine neue Waffe? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht. Leider. Yay, Geld. So, gehen wir hier hoch. Wow. Ein Yeti. Yay. So, dann gehen wir hier weiter hoch und lassen diesen Yeti erstmal da sein. Und das wusste ich, dass das passiert. Ja, das ist nämlich blöd. Da muss man nämlich genau dann hoch, wenn die Kristalle gerade... Ah, nein. Schauen wir mal, wann wir das schaffen. So, geben wir unser Bestes. Warten wir hier erstmal. Oh Mann, du scheiß Kristallvieh. So, jetzt. Na, oh. Okay, ich gehe nochmal raus. Das hat ja keinen Sinn. Ich werde das mal eine Knolle essen und noch eine Knolle essen. Und dann versuchen wir es nochmal. Oh man. Ich werde es wohl nie schaffen. So, jetzt aber. Komm. Oh god damn it. Also ich bin gerade echt am überlegen, ob ich hier jemals so ein Problem hatte, hochzukommen. Oh, ich bin oben. Gut. Ah, das ist echt blöd gemacht von den Entwicklern. Muss ich ja ehrlich mal sagen, also Enix schämt euch, dass ihr hier so eine blöde Stelle eingebaut habt. Oder schon wieder, aber okay, das geht. Ja, weil da war halt so wenig Platz irgendwie. Naja. So, da haben wir ganz viel Schnee. Und ein Yeti, den wir angreifen können. Oh mein Gott, er läuft Amok. Oh Gott, er ist rot. Oh nein. Oh nein, er hat mich. Und er hat mich gegen den Baum geworfen. Ich habe 10 verloren. Und ich bin auch bald tot. Ich sollte mich... Am besten heile ich mich mal kurz ganz oft. Spule das ein bisschen vor. Lalalala. So. Jetzt bin ich auch wieder voll. Zwischen Save und weiter geht's. Und schon wieder so ein scheiß Kristallvieh. So, stirb. Geht doch. Bekomme ich eigentlich mal wieder ein Level up? Jetzt ist ja auch mal... Wird ja auch mal wieder Zeit. So, jetzt haben wir hier noch einen Yeti. Können wir den auch angreifen? Ja. Und der läuft amok und er hat mich. Boah, er hat mich gegen eine unsichtbare Wand in der Luft geworfen. Also das finde ich ja mal echt cool. Oh, ich kann ja mit der Blume reden, fällt mir ein. Der Yeti ist ein freies Lebewesen. Er kann Freund oder Feind sein. Dum, dum, dum. Ja, das war ja jetzt absolut nicht eine Info auf das, was noch passiert. Nein. Kümmert euch nicht drum. So, dann gehen wir hier weiter nach rechts und haben einen Yeti, der badet. Mit dem können wir auch, glaube ich, irgendwie sprechen. Oder noch nicht. Oder doch. Die Quelle scheint aus dem Boden zu sprudeln. Der Yeti sieht zufrieden aus. Oh mein Gott, Fluffy taucht auf. Dies ist eine heiße Quelle. Was ist das? Ein Wunder der Natur. Eine Art Heilbrunnen. Man kann dort seine Wunden heilen, wie dieser Yeti hier. Doch er scheint schwer verwundet. Wir bräuchten ein Eisblumenblatt.
Für was sollte dieses Blatt gut sein? Nun, es würde den Heilprozess beschleunigen. Joa. Echt interessant, was Fluffy doch so alles weiß. Und ich glaube, wir müssen nach unten, also gehe ich erstmal hoch. Ja, hier kommen wir nämlich nicht weit. Toll. Also gehen wir doch nach unten. Wo ich ja eh hin wollte. Oh mein Gott, eine Höhle. Also rein. Ja, das sieht sehr nett aus und diese Kristalle, wie die so funkeln, aber ja, sieht doch cool aus, muss ich sagen. So, dann haben wir hier diese komischen Gegner. Was ist das überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Die kann ich irgendwie nicht angreifen. Ich weiß gar nicht, ob das an meiner Waffe liegt oder ob ich hier den Granitspeer brauche, aber whatever, wir werden sie einfach dann nicht angreifen. Dann ignorieren wir diese Viecher lieber einfach. So, da könnten wir reingehen und was haben wir hier oben? Aha, 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 aha. So, was haben wir hier unten? Kommen wir hier lang? Ja. Und hier kommen wir hier rauf. Und haben ein Kristallvieh. Und noch eins. Stirbt, stirbt, stirbt. So. Und dann gehen wir nämlich hier hoch. Nein, oh, das wollte ich noch gar nicht. Aber egal, dann haben wir das schon mal erledigt. Ja, da haben wir nämlich einen Weg aufgemacht, wo uns eine Höhle erwartet. Da gehen wir also noch nicht lang. Also würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal zurück. Und dann hier rein. Was haben wir denn hier? Das weiß ich gar nicht mehr. Eine nette Aussicht auf jeden Fall. Und ein Stein. Kann man... Ach ja, da muss man andersrum schieben. Also ignorieren wir das erstmal wieder. Da müssen wir nämlich wieder nach oben. So, also hier habe ich jetzt die Höhle freigemacht. Dann gehen wir jetzt wieder hier rum. Oh, kann ich nur den Stein hier anheben? Dann geht's hier wieder hoch. Wenn Ark denn will. Dann gehen wir... Jetzt ist das Vieh schon wieder hier. Oh, dass man die aber auch nur am mittleren Kristall treffen kann. Die äußeren natürlich nicht. Wie unpraktisch. Kaum schon. So. Und dann gehen wir erstmal hier nach links und lassen uns, wenn dieses Vieh hier nicht erscheinen würde und uns dauernd trifft, hier reinfallen. Yay! Eine Kiste. Yay, ein Flammenstab. Also kriegen wir doch eine neue Waffe. Gut, da können wir vielleicht doch diese Gegner da jetzt angreifen. Mal schauen. Auf jeden Fall sieht sie schön rot aus. Oh, das finde ich jetzt im Spiel so cool, dass die ganzen Waffen eine andere Farbe haben und immer so eine schönen, kräftigen, coolen Farben so. Das ist einfach total, total awesome. Ah, nein, wir können sie nicht treffen. Okay, dann lassen wir das einfach. So, und jetzt gehen wir aber nochmal hoch. Indem wir wieder den Stein anheben, der nur ganz rechts... Ach nee, jetzt geht er doch. Was war dann vorhin los? I don't get this shit. Oh, jetzt sind wir ziemlich stark gegen diese Kristallviecher. Das ist gut. Das finde ich gut. So. Dann gehen wir hier nach links, killen das hier auch noch und lass uns mal hier gegenrollen. Oh, jetzt habe ich vergessen, diese Steine aus dem Weg zu räumen, ich voll Idiot. Nochmal das Ganze. Toll. So, gehen wir hier runter. Gehen hier lang. Gehen hier ran. Springen hoch. Rennen nach oben. Rennen nach links. Rennen nach links. Und rennen nach oben. Bam. So, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Ein Eispanzer. Oh yeah, ich wusste doch, dass hier irgendwie sowas in der Art ist. Um 3 geht das sogar hoch, also das ist ja ziemlich awesome. Also, das geht ja mal ja nicht. So, und wenn wir jetzt... Jetzt müssen wir hier hoch, das ist auch der einzige Weg, der übrig bleibt. Und gehen hier rein. So, was haben wir hier? Erstmal gar nichts. Außer Gegner. War ja klar.
Und noch mehr Gegner und neue Gegner oder so. Kleine Schleimviecher. Die sich, glaube ich, noch aufteilen. Ja. Und dann sind sie ganz klein. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Und ich mag es, wenn man diese ganz kleinen Gegner killt. Sie heißen Ekelschleim, stand da übrigens gerade. Und hier haben wir wieder eine Blume. Ich bin eine Eisblume. Meine Blätter heilen Wunden. Wirf ein Blatt in eine heiße Quelle und bade darin, um Wunden zu heilen. Ich gebe dir ein Blatt. Arka hält ein Eisblumenblatt. Ja, die Blume hat mir ein Blatt gegeben, womit auch immer, wahrscheinlich mit ihren Händen, man weiß es nicht. Und sie hat mir natürlich überhaupt nicht gesagt, was ich damit tun soll. Also rätseln wir jetzt mal, was wir damit machen und gehen zurück. Killen wir diese Gegner hier, in der Hoffnung, vielleicht mal ein Level up zu bekommen. So. 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 Killen das da auch noch, wenn das geht. So. Dann gehen wir hier wieder lang und jetzt gehen wir hier wieder rein. Ja, ja, das kennen wir ja schon alles. Zum Glück stehen mir keine Steine im Weg. Naja, dafür stehen mir Gegner im Weg. So, und jetzt gehen wir hier wieder hoch. Und da sind wir auch schon da, also werfen wir jetzt mal hier ein Eisblumenblatt rein. Ich glaube, von hier war das ganz gut. Schauen wir mal. So, das haben wir hier. Können wir das so benutzen? Okay, wir haben es ausgerüstet. Können wir es jetzt reinwerfen? Ark wirft das Eisblumenblatt in die heiße Quelle. Und der Yeti wird immer mehr rot. Meine Wunden sind geheilt. Du Freund, mein Freund, du mitkommen. Oh oh. Was hat er nun mit uns vor? Er will uns rapen. Oh nein, jetzt habe ich auf Ja gedrückt. Das habe ich eine benutzt. Fuck. Egal. So. Speichern und dann schauen wir mal, ob er was er mit uns vorhat. Oh oh. Ist das etwa schon der Endboss? Oder steht er einfach nur rum und redet mit uns? Das sind alles und viel mehr erfahren wir jetzt. Willst du hinüber? Ja, yeah, alles klar. Wow. Und hier steht auf einmal noch einer, der mich zurückwerfen kann. Aber ich finde das interessant, dass er mich hochnimmt und erst im letzten Moment sich dreht und wirft. Da könnte er doch locker schräg werfen, anstatt gerade, aber er ist wohl ein Meister. Ist einfach. So, jetzt sind wir hier und hier haben wir wieder einen Wolf, den wir killen. So, da ist eine Kiste, wie komme ich da ran? Noch gar nicht irgendwie, glaube ich. So, dann gehen wir hier mal weiter. Und Kristalle. Und noch mehr Kristalle. Und dann geht's hier hoch. Yay! So. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich am besten zuerst lang gehe. Ich guck mal kurz hier. Komme ich hier rein? Hm. Kann ich hier runterfallen wegen der Kiste oder so? Nee. Das ist hier. Nee, das sieht so aus, als müsste ich hier hin. Ich gehe erstmal links lang. Wenn dieser blöde Gegner mich doch lassen würde. Oder muss ich hier rein? Das sieht auch so aus. Oh Gott, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist echt blöd. Ich will eigentlich nichts übersehen. Naja, I try my best. So, hier haben wir sonst nichts weiter. Ach so, treffe ich die Gegner. Oh, jetzt bin ich... Was, bin ich jetzt verwirrt? Oder ist die Lenkung auf einmal anders, oder? So. Ja, also, dass du Bescheid wirst, wenn ich jetzt nach unten drücke, laufe ich nach rechts. Und wenn ich nach links drücke, laufe ich nach unten. So, ganz komisch. So, was haben wir hier oben? Muss ich vielleicht auch hier lang? Ich schau mal kurz. Toll. Und schon laufe ich in die Wölfe rein. Ah, ich kann mich gerade nicht erinnern. Was ist das hier? Aber irgendwie hat das hier oben... Oh Gott, jetzt stirbt. Oh, ich mag diese Gegner nicht. Okay, da haben wir eine Kiste. Wie komme ich da ran? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier runter. Okay. Oder ist das hier das, wo ich jetzt... Ja, das sieht so aus. Ich gehe nochmal zurück. Sorry, Leute, aber das muss sein. So, gehen wir hier nach links. Und nach unten. Okay,
kill diese Wölfe, um vielleicht mal ein Level Up zu bekommen, was wir immer noch nicht haben. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Natürlich nicht. Und dann gehen wir hier wieder runter. So. Und nach rechts. Lassen diese Gegner da jetzt mal ausnahmsweise liegen. Und gehen hier nochmal hoch und schauen mal, was hier war. Aha, aha. Ist das nur eine Verbindung? Nee. Was habe ich hier in der Höhle? Okay. Egal, ich laufe jetzt einfach mal hier weiter. Mal gucken, was passiert. Ach so, Kristall. Alles klar, gut, dann war das gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Dann haben wir das nämlich auch. Und natürlich wieder diese blöden Gegner. So. Dann heile ich mich mal und sehe, dass ich jetzt keine Heilknolle mehr habe. Also werde ich mal die andere auch noch ausrüsten. Die Wunderknolle. Und dann gehen wir auch wieder zurück. Yay! What the hell war das? Aber, wie auch immer, wir beenden hier erstmal diesen Part und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Part und das war wieder euer Ben. Yeah!